you Hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einer weiteren Folge von meiner Anfänger Raid Guide. Und zwar schauen wir uns diesmal das Sonnenbrunnenplateau an. Wenn ihr vielleicht noch niemals in einem dieser Raids unterwegs gewesen seid oder einfach nur wissen wollt, wie man durchkommt, was es denn da drinnen gibt, was vielleicht sonst noch droppt, vielleicht Mounts Achievements und sonstiges, das schauen wir uns alles hier in dem Video an. Heißt also genau ausgelegt für neue Spieler, wenn ihr euch da vielleicht noch nicht allzu gut auskennt. Ansonsten, wie immer, fangen wir natürlich damit an, wie kommen wir denn überhaupt zur Raid-Instanz. Und da viele gar nicht wissen, wie man überhaupt auf die Insel Keltalas kommt, dachte ich mir: Wir fangen einfach mal hier gleich an, und zwar in Shadrath. Uh, Schadrad befindet sich selber in den Wäldern von Teroka. Da habt ihr auch gleich ein Portal hin in Orgrimmar, bzw. in Sturmwind im Portalraum. Da habt ihr nämlich dann hier die Sch Hauptstadt in der Scherbenwelt. Und dann findet ihr hier in der Mitte bei der Terrasse des Lichts und zwar hier auf der linken Seite, findet ihr hinter mir das Portal. Und zwar hier einfach im unteren Bereich. Und da habt ihr einmal das uh, Schatrad-Portal zur Insel von Keltalas. Wenn ihr das Portal benutzt, dann kommt ihr natürlich direkt auf der Insel an. Solltet auch gleich mal den Erfolg kriegen fürs Erkunden, weil es hier eigentlich nicht viel gibt. Die Insel selber befindet sich eigentlich in den östlichen Königreichen und zwar hier ganz ganz oben. Das ist so dieser eigene kleine Hub hier oben und dann haben wir hier eigentlich zwei Instanzen oder beziehungsweise eine Instanz und einen in Raid. Das ist einmal die Rasse der Magister, wenn ihr vielleicht das Mount farben wollt. Oder das Sonnenbrunnenplateau, das wir uns in diesem Fall ansehen. Das heißt, wir können hier einfach einmal runterspringen. Und im Anschluss können wir dann einfach hier runter dem Weg folgen. Da geht es einfach geradeaus und da sehen wir schon riesengroß das Instanzenportal in den Rate hinein. Aber jetzt sind wir auch schon im Sonnenbrunnenplateau angekommen. wie gesagt, hier schauen wir uns natürlich wieder alles nach und nach durch. Wenn wir die Karte aufmachen, dann kann sie schon ein bisschen zu Verwirrung führen, weil man nicht richtig weiß, wo man überhaupt langlaufen sollte. Man kann sie nur kurz mit der Maus zeigen. Und zwar, man geht hier unten durch, dann hier durch. Dann geht es wieder hier rundherum und dann folgt man quasi so in so einer Spirale einfach einmal dem Weg Richtung Kaligos. Aber also keine Sorge, ich zeige euch hier schon, wie man durchkommt. Ansonsten äh, sehen wir hier wieder zahlreiche Trash Mobs. Diese Trash Mobs in der Raid Instanz geben diesmal sogar auch keinerlei Ruf. Das heißt, es gibt hier keine Ruffraktion, die, äh, da, die damit in Verbindung steht. Stotter hier wieder ein bisschen. Was wir allerdings hier haben, das sehen wir zum Beispiel hier. Äh, war schon mal wieder sehr, sehr lucky im Video gerade beim Video Recording. Habe ich mir ziemlich lag, was die Sachen angeht hier. Ähm, das sind zahlreiche Rezepte, die hier drinnen droppen können. Das heißt, wenn ich hier den einen oder anderen Mob tötet, dann schaut auf jeden Fall, äh, dass er alles lootet immer. Warum? Weil hier unzählige Rezepte droppen können, die sogar halbwegs was wert sind. Uh, nicht allzu teuer, aber meistens um die 2000 bis 15.000 Gold das Rezept. Allerdings kann man nicht alle Rezepte verkaufen. Denn wie wir sehen, zum Beispiel das Rezept hier, das ist seelengebunden. Es gibt aber auch mehr, genug, uh, mehr als genug Rezepte hier drinnen, die nicht seelengebunden sind. Das heißt, man hat hier immer die Chance, uh, das ein oder andere Rezept zu kriegen, das man im Endeffekt verkaufen kann. Wenn man hier mal pullt, dann laufen hier über Speer rum. Die Speer, die aktivieren am Rand immer hier die Beschützer der Sonnenklinge. Wenn ihr die unbedingt töten wollt, dann könnt ihr auch die wieder töten hier am Rand. Das bleibt euch überlassen. Ihr müsst nicht warten, bis die zuerst aktiviert wurden. Nur, dass er nicht irgendwie in Fight stecken bleibt, wenn hier irgendwo einer noch im Hintergrund durch die Gegend rennt. Und ihr euch dann wundert, ja, warum ihr den Kampf nicht mehr verlasst. Dann, ähm, als wichtigstes überhaupt, weil ich es am Anfang vergessen hatte, äh, hier gibt es wieder keine Verschwi verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Das heißt, wenn ihr hier drauf drückt, ähm, auf euer Porträt Rechtsklick macht, dann habt ihr hier Schlachzugsschwierigkeitsgrade. Ähm, hier gibt es ja normalerweise normal heroisch, mythisch 10 und 25 Spieler. Allerdings ähm, existiert das hier im Burning Crusade noch nicht. Das heißt, der Raid ist immer auf 25 Spieler ausgelegt. Ihr könnt hier also den Schwierigkeitsgrad gar nicht erst ändern. Wir sehen schon wieder, der Spiel läuft hier wieder. Äh, ist also ziemlich egal, auf was ihr hier eingestellt habt. Ihr kommt im Schluss immer wieder im selben Dungeon bzw. Raid raus. So, dann können wir, wie gesagt, hier sind wir einmal im Kreis gelaufen. Jetzt folgen wir der Stiege hier einmal nach oben und dann können wir eh nicht viel falsch laufen, außer wir, äh, ja, na gut, man kann hier nicht rauslaufen. Ich dachte gerade, man kann hier rüberlaufen, aber dem ist eh nicht so. Na gut, dann kann man sich eh nicht verlaufen. Dann folgen wir einfach hier wieder dem Weg einmal im Kreis. Richtung zum ersten Boss. Jetzt das Wichtigste: Warum geht man hier überhaupt in diese Raid-Instanz rein? Was gibt es für einen Anreiz, hier in diesen Raid reinzugehen? Und zwar gibt es hier wieder ein Set. Und zwar kann man hier auf Sammlungen rechts unten gehen und dann können wir hier runter scrollen und dann finden wir im unteren Part irgendwo hier das Sonnenbrunnenplateau-Set. Das ist hier in dem Falle das Ornat des Donnerherzens. Das ist dieses Set hier. Sieht, wie ich finde, ganz, ganz cool aus. Gibt sie auch in verschiedenen Farben für verschiedene Klassen. Zum Beispiel als Lederträger halt jetzt. Stoffsets und so weiter. Das sehen natürlich wieder anders aus. Ähm, dieses Set ist sehr, sehr cool. Und das kann komplett hier drinnen droppen. Das heißt, egal ob von Bossen oder auch vom Trash, wie wir gerade eben gesehen haben, können hier die verschiedenen Teile droppen. In dem Fall zum Beispiel haben wir gerade Handschuhe bekommen: Wickeltücher des ruhigen Majestäten. Und das sind schon zum Beispiel die Handschuhe hier. Die zu diesem Set hier dazugehören würden. Da gibt es auch wieder verschiedene Quellen. Sollte euch irgendein Item fehlen, könnt ihr jederzeit hier drauf fahren, wenn es grau hinterlegt ist, und dann seht ihr exakt, äh, was dabei steht, woher die Drop Locations ist. Kann ich euch jetzt im Falle vom Schwarzen Tempel hier kurz zeigen? Wenn ich hier drauf fahre, dann sehe ich genau zum Beispiel Bossbeute, Kurtoxideblut, äh, der Schwarze Tempel. Wenn da noch eine zweite Möglichkeit ist, kann ich Tab drücken und dann kann ich unten schauen, ob es da noch eine Quelle für gibt. Ansonsten gibt es bei manchen Items auch nur eine Quelle. Dann könnt ihr genau schauen, äh, woher euch halt quasi dieses Set-Teil hier fehlt. Ansonsten könnt ihr auch jederzeit hier unten auf Abenteuerführer drücken. Dann könnt ihr, wenn es dann von alleine aufgeht, auf Start gehen. Könnt hier drüben auswählen Burning Crusade. Geht auf Schlachtzüge und im Anschluss könnt ihr hier unten das Sonnenbrunnenplateau auswählen. Da habt ihr wieder die ganzen Bosse. Wenn ihr hier wieder sehen wollt, was die einzelnen Bosse droppen, könnt ihr hier auf Beutefilter drücken, könnt auf Klasse gehen und dann könnt ihr hier entweder alle Klassen aktivieren oder ihr wählt hier einfach eure Spezialisierung aus, um zu sehen, was für euch persönlich hier drinnen droppen kann. Dann könnt ihr hier wieder alle Bosse durch, äh, durchklicken und seht exakt, welche Items es wo gibt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel schauen wollt, wie ein Gegenstand hier drinnen aussieht, könnt ihr jederzeit Steuerung gedrückt halten. Dann seht ihr schon diese Lupe hier. Und wenn ihr dann Linksklick drauf macht, dann seht ihr genau, wie dieser Gegenstand aussieht. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel ansehen, wie denn das eine oder andere Transmog hier drinnen so aussieht, wenn ihr es denn farmen möchtet. So viel also zu dem, was hier drinnen droppt. Beziehungsweise es gibt noch ein Item, weswegen hier die Hunter vor allem gerne reingehen. Und das ist ein legendärer Bogen. Können wir auch nochmal schauen. Abenteuerführer. Letzter Boss, Jaden und der Gute kann den guten Bogen Tordial Furor der Sterne droppen. Das ist dieser wunderschöne Bogen hier. Heißt, wenn ihr den als Transmog-Vorlage für euren Jäger haben wollt, dann könnt ihr mit allen Klassen reingehen, die Bogen tragen können. Äh, denn die können den zum Beispiel kriegen, wenn er den droppt und dann jetzt als Transmog übernommen. Zum Beispiel Jäger, zum Beispiel Krieger oder auch Schurke haben die Möglichkeit, dass sie diesen Bogen kriegen und dann könnt ihr ihn hier drinnen als Transmog-Vorlage fahren. So. Damit es jetzt hier nicht zu Verwirrung kommt, jetzt sind wir ja einmal rundherum gelaufen und sind im Endeffekt hier angekommen. Jetzt könnte man noch hier rüber laufen äh, und hier drüben nochmal die Trash Mobs töten, wenn man das denn möchte, wenn man hier zum Beispiel das ein oder andere BOE-Item noch farben will. Aber in unserem Fall laufen wir einfach direkt geradewegs Richtung Kaligos. Denn den Guten können wir hier vom Besitz des Dämonen befreien. Das sehen wir gleich. Da ist der erste Boss hier drinnen. Äh, der hat zwei Phasen normalerweise. Und zwar können wir ihn hier einmal kurz äh, quasi auf 1% runterhauen. Dann sehen wir schon, er wird unangreifbar, ist immun gegen alles. Dann dauert es ganz, ganz kurz. Und dann werden wir gleich nach unten teleportiert zu Safrobar. Sehen wir auch hier unten bei der Karte. Genau. Dann sehen wir hier schon, er kämpft quasi dagegen. Und dann können wir den hier einmal legen. Und im Endeffekt äh, stirbt er hier und dann kriegen wir hier den Loot. Äh, ist immer ein bisschen verwirrend, weil der Boss, der stirbt dann hier drüben. Irgendwo ist immer ein bisschen äh, konfus, wo man dann den Loot abholt. Aber man kriegt hier wieder jede Menge Teile, inklusive dem Tier 6 äh, Token. Nicht zu verwechseln, auch wenn man Tier 6 zudem sagt, äh, das sind die Sunwell Sets. Also die sind als eigenes Set gelistet. Gehören, uh, jetzt haben wir schon wieder ein Rezept. Das ist zum Beispiel ist nicht gebunden, ähm... Die gehören aber eigentlich zu den Tier 6 Set-Teilen, aber das ist jetzt nur um solche nochmal zu erklären. Das sind zum Beispiel Armsteine, also auch Stiefel, die hier von, äh, als Tokens droppen und nicht als normales äh, Random-Teil, das hier drinnen fallen gelassen werden kann. Auch noch ganz, ganz wichtig, äh, erklären wir gleich währenddessen uns hier vorne das äh, Event kurz ansehen. Man kann hier auch noch, äh, kann ich euch auch noch zeigen, wenn man hier einen Sprint anmacht, kann man hier vorne einfach durchreden. Bringt jetzt nichts. Also, man kann ja, wenn man hier ganz fix reinrennt, zum Beispiel, dann wird es ja normalerweise zugefroren und dann kann man da nicht durchrennen. Aber wenn man schnell genug ist, könnte man da einfach durchgehen und dann kann man da unten rumstehen. Spielt jetzt aber keine Rolle in dem Sinne, wenn man einmal rausgelaufen ist, kann man da dann mehr reingehen. Nur ein kleiner fun -Fact. Kann man hier unten einfach zusehen. Wenn das RP-Event hier unten äh, beendet wurde, dann kann man den guten Brutalos hier einfach töten. Da ist wie gesagt der zweite Boss, der hat hier wieder eine Chance, dass er die Tier 6 Gürtel Tokens droppt. Das heißt, die könnt ihr ebenfalls dann wieder aufdecken. Sobald er getötet wurde, müsst ihr kurz warten. Denn dann ist hier sein Blut, das am Boden liegt. Ist ihr komplett egal, wo ihr den tötet. Aber das Blut sickert dann normalerweise rüber und dann ähm, verdirbt es halt Matrigosa. Und das ist dann Boss Nummer 3. Das heißt, ihr könnt hier einfach kurz warten. Was ich vorher noch sagen wollte ist. Aber es gibt hier noch was ganz Wichtiges und zwar droppen hier drinnen vom Trash immer wieder Sonnenpartikel. Diese Sonnenpartikel, die können dann nämlich für was ganz Interessantes benutzen. Und zwar können manche Items hier drinnen gegen, eine andere, gegen ein anderes Aussehen umgetauscht werden im Verbund mit Sonnenpartikel. Ich weiß gerade nicht, ob es zum Beispiel bei, der, bei dieser Hose geht, aber wir nehmen die einfach jetzt als Beispiel her. Wenn ich diese Hose hätte könnte ich nach draußen gehen vor die Instanz und zwar auf die Insel. Und da haben wir hier bei der Insel, in der Nähe vom Flugpunkt, ist hier ein Schiff. Auf dieses Schiff könnt ihr drauflaufen ähm, und auf diesem Schiff sind mehrere Händler. Da findet ihr unter anderem einen Händler, der es euch erlaubt, gewisse Items von hier drinnen gegen andere auszutauschen im Tausch halt mit Sonnenpartikeln und dem Item, das ihr dazu braucht. Was genau diese Items sind, das könnt ihr einfach vorne draußen selber nachschauen. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur aus der Raid-Instanz rausgehen. Und hier in der, zwischen Flugpunkt und dem äh, Sanktum hier auf der Seite im Meer, es ist ein Schiff, da könnt ihr drauflaufen und da sind im Endeffekt die Händler, da könnt ihr einfach auf das Icon draufgehen, dann seht ihr, welche Items ihr da umtauschen könnt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel für eure Klasse gerne sehen möchtet, ob es da auch was gibt, dann behaltet am besten einfach alle Items auf, äh, die jetzt Rüstungseitems sind. Also es kann keine Waffen umgetauscht werden und auch nicht Gürtel, Stiefel oder Handschuhe, äh, Gürtel, Stiefel oder Armschienen. Handschuhe und so weiter schon. Da müsst ihr einfach schauen, dass er zum Beispiel, sagen wir jetzt, ist, ihr seid Kettenträger, dann behalte ich halt diese Hose mal auf und dann schaue ich mir das draußen nochmal an. Ich glaube auch, dass es Addons gab, dass die das angezeigt haben. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Wenn wir dann schlussendlich hier einmal äh, den guten Teufelsruch getötet haben, nachdem er halt mutiert ist, dann können wir hier unten einfach weiterlaufen, denn hier wird dann quasi das Feuer gelöscht und wir können dann weiterlaufen zu den eridar zwillingen Dazu können wir einfach hier oben dem Weg, äh, Weg folgen. Hier wieder ganz wichtig: ich würde euch empfehlen, beim Durchlaufen nicht unbedingt aufzumounten, sondern einfach hier so durchzurennen und alle Mobs zu killen. Hier stehen nämlich immer wieder mal Gegner im Stealth und wenn man hier einfach durchrennt, dann aggrot man hier alles, inklusive den Mobs, die im Stealth stehen. Und da die Stealthen sind, sind, sie sehr, sehr langsam und brauchen immer extrem lange, bis sie bei einem ankommen. Und dann kann es halt wieder sein, dass man Infights stackt und dann kann man wieder ruhe Ruhestein benutzen oder sonst irgendwas. Deswegen immer ein bisschen aufpassen, äh, ob man denn nicht hier aus Versehen irgendwas äh, hinter sich herzieht, ohne dass man es eigentlich will. Deswegen in meinem Fall, ich laufe hier einfach immer hoch und töte alles. Dann tut man sich nämlich hier ganz, ganz einfach. Sehen wir, jetzt sind wir durch, haben wir alles getötet, was hier unten war. Ist einfach hier einmal im Zickzack nach oben laufen und dann kommen wir schlussendlich hier wieder raus. Wir sehen hier, das ist einmal der Eingang und hier geht es wieder raus. Ist einfach so eine kleine Halle, da sehen wir schon, da haben wir trotzdem was. Ja, gerade im Stealth, da ist ja auch schon... Brauchen leider immer ein bisschen und jetzt sind wir in dem Falle out of fight. Dann äh, hier auch wieder. Hier können wir noch drüben gehen, können wir noch ein paar Mobs killen. Wir können aber auch direkt hier nach unten weiterlaufen. Und wenn wir hier nach unten weiterlaufen, dann kommen wir hier gleich zum nächsten Boss. Da kommt allerdings noch ein bisschen Trash raus. Sieht man hier schon. Erste Welle. Dann kommt hier noch eine zweite Welle. Und im Anschluss können wir hier reingehen. Können hier direkt runterspringen. Und da haben wir den nächsten Boss. Und das sind die Eridat-Zwillinge. Die können wir hier wieder ganz, ganz simpel einfach umhauen. Sehen wir schon, eine stirbt, zweite stirbt, dauert ganz ein bisschen und dann könnten wir hier wieder den ganzen Loot rausplündern. Die der zwillinge sind ganz interessant, denn wie wir hier schon sehen, die können ebenfalls die Tier 6 Armschienen, Stiefel als auch Gürtel droppen. Das heißt, sind sie bei den ersten Bossen nicht gedroppt, dann habt ihr jederzeit noch die Möglichkeit, dass sie hier droppen können. Und dann, wie gesagt, könnt ihr wieder drauf drücken und dann deckt ihr das Item für euch selber einfach auf. So, jetzt geht es wieder weiter und zwar haben wir die besiegt, geht es hier hinten wieder raus und dann sehen wir schon, dann können wir hier unter der Brücke durchgehen, einmal hoch und dann geht es in das nächste Stockwerk zu den letzten zwei Bossen. Hier drinnen gibt es ebenfalls wieder einige Begleiter, die ihr abholen könnt. Einen habt ihr ja gerade schon gesehen, das ist hier die Dienerglocke, die gerade gedroppt ist. Ansonsten könnt ihr hier jederzeit wieder nachsehen und zwar könnt ihr hier auf Sammlungen drücken, ihr könnt dann hier unten auf Wildtierführer gehen, klären hier kurz unseren Verlauf. Und dann können wir hier am ähm, Sonnenbrunnen eingeben. Und dann sehen wir hier schon, das ist einmal der Chaoswelbe, das ist einmal der getriebene Diener, als auch der Mikroverteidiger der Sonnenklinge. Das heißt, es gibt wieder drei Pads, die man hier drinnen abholen kann. Wenn er wissen wollt, woher diese Pads sind, könnt ihr wieder hier auf Amtöffnere drücken und dann seht ihr hier schon, äh, dass die Pads hier eh wieder gelistet sind. Zum Beispiel hier einmal bei Brutalos droppt einer, bei den Eredar-Zwillingen droppt einer, als auch bei Muro droppt einer, wo er halt diese Begleiter abholen könnt. Dann sehen wir schon, wir laufen hier einfach einmal im Kreis nach oben. Und dann kommen wir hier auch schon in der oberen Ebene an. Ähm, wichtiger Fun-Fact hier ist, äh, geht hier nicht unbedingt der AFK, so lauft ihr nicht rein und dann bleibt ihr hier AFK stehen, wenn ihr irgendwie den Mob noch aggrot oder so. Weil die werden mit der Zeit immun gegen Schaden. Äh, Kriegt dann nur noch heilig Schaden. Und wenn ihr eine krapala seid, dann habt ihr hier ein bisschen Struggle. So, wenn wir hier vorne reinlaufen, da sehen wir schon, auch hier kann man nicht mehr wirklich falsch laufen. Wir haben hier einmal den nächsten Boss, das ist Muru. Und dann geht es einmal im Kreis zum Endboss. Muru auch wieder, zwei Phasenkampf normalerweise. Äh, tötet hier den ersten, dann geht er hier in seinen End-Rage. Und dann kommt quasi die zweite Phase, wo er dann selber nochmal rauskommt. Das dauert immer ganz kurz, da haben wir schon Entropius. Dann können wir auch dann nochmal töten. Und das war's auch schon für den nächsten Boss. In dem Fall haben wir auch hier nochmal ein Pet gedroppt. Dann einfach geradeaus weiterlaufen und dann geht es schlussendlich zu Kill-Jaden selbst, dem Endboss aus dieser Raid-Instanz. Äh, der selber kann, wie gesagt, den legendären Bogen droppen. Wenn er also mit einem mit Jäger, einem Krieger oder einem Schurken hier drinnen seid, habt ihr natürlich jetzt die Chance, dass er vielleicht den Bogen kriegt. Der ist auch nicht allzu selten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den mittlerweile schon gezogen habe. Ich war hier auch schon äh, mehrere hundert Male drinnen insgesamt über die letzten, über die letzten Jahre. So, ähm, um den Boss zu beschwören, schlussendlich stehen hier drei Mobs, die wir hier gekillt haben. Und erst dann versucht Kill Jaden hier durch das Ritual, durch den Sonnenbohnen hindurchzusteigen. Er selber können wir natürlich dann im Anschluss gleich töten. Er stellt ab und zu so Klone von uns auf. Können wir auch gleich wieder umhauen. Und das war im Endeffekt hier der ganze Bossfight. Dann können wir reinloten, schauen, wir, ob wir wieder mal Lucky sehen und den Bogen vielleicht nochmal haben. Nein, in dem Fall ja nicht. Ansonsten kriegen wir hier noch. Äh, ein paar Transmog-Teile, die der Gute hier droppen kann. Dann, äh, wenn er hier überhaupt noch nie drinnen war, ich empfehle euch hier einmal den Ton anzumachen. Äh, denn hier kommt noch ein bisschen äh, RP-Event am Schluss, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Ansonsten war es das auch schon wieder für diesen Raid-Guide hier. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ansonsten, was gibt es hier drin nochmal als Zusammenfassung? Und zwar Erfolge gibt es natürlich hier wieder. Äh, denn ihr könnt hier einmal auf Dungeons und Schlachzüge gehen. Dann auf die Burning Crusade. Und dann kriegt er einmal den Erfolg, das Sonnenbrunnenblatt wenn ihr hier drinnen den Endboss besiegt habt. Habt also hier schon mal den Kill-Erfolg äh, für den Boss selber. Ruf gibt es hier drinnen nicht, das heißt ihr kriegt hier keine neue Ruf-Fraktion dazu. Ihr kriegt allerdings wieder drei Begleiter dazu. Da könnt ihr wieder hier unter Haus Kämpfe schauen. Bei Sammeln. Könnt ihr wieder ein bisschen nach unten scrollen und dann findet ihr hier. Den Erfolg mit Leine auf Schlagzug 3 und da könnt ihr hier wieder einige dieser Pads dazu kriegen, die für diesen Erfolg benötigt werden, wenn ihr ihn denn gerne fahren möchtet. Ansonsten gibt es hier noch bei Sammlungen äh, unter Vorlagen das Sonnenbrunnen Plateau-Set für eure Klasse. Das ist eigentlich alles, was es hier drin zu holen gibt, inklusive dem legendären Bogen für Jäger. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass euch dieses Video geholfen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht, mit meinen Social Media Networks folgen. Alle Links werden unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.